Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und an Feiertagen ist im Entgeltfortzahlungsgesetz geregelt. Im Krankheitsfall bekommt ein Mitarbeiter dann, wenn er bereits 4 Wochen bei dem Arbeitgeber beschäftigt war, also schon nach relativ kurzer Zeit. Der Entgeltfortzahlungsanspruch beträgt 6 Wochen, wenn es sich um ein und dieselbe Erkrankung handelt. Dabei muss der Mitarbeiter allerdings nicht diese Krankheit am Stück haben, sondern es genügt, wenn er mal einen Hexenschuss hatte im Monat März, dann hat er 3 Wochen später wieder einen Hexenschuss für ein paar Tage und so weiter und so weiter. Und das summiert sich dann auf mehr als 6 Wochen. Da ist dann, wenn es sich um ein und dieselbe Erkrankung handelt, nach insgesamt 42 Tagen auch Schluss mit der Entgeltfortzahlung. Und der Mitarbeiter bekommt dann Krankengeld von der Krankenkasse. Entgeltfortzahlung bedeutet also, dass der Arbeitgeber das Gehalt weiterzahlt. Es gibt dann noch eine Regelung, wenn diese Erkrankung nach einer längeren Zeit wieder auftaucht, also wenn er den besagten Hexenschuss nach Ablauf von 6 Monaten nach Ende der letzten Hexenschusserkrankung wiederbekommt, dann beginnt der Entgeltfortzahlungsanspruch aufs Neue. Oder wenn er 12 Monate nach Beginn der ersten Erkrankung das wieder kriegt, dann hat er den Entgeltfortzahlungsanspruch auch wieder aufs Neue. Ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung hat ein Arbeitnehmer jedoch nur dann, wenn die Krankheit die einzige Ursache ist dafür, dass er an dem Tag nicht arbeitet. Wenn er an dem Tag sowieso nicht gearbeitet hätte, weil Feiertag, Wochenende oder er eben nicht im Dienstplan eingetragen war, dann bekommt er auch keine Entgeltfortzahlung. Der Arbeitnehmer muss seine Arbeitsunfähigkeit unverzüglich melden und spätestens am 4. Krankheitstag auch durch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nachweisen. Wenn er das nicht tut, fehlt er unentschuldigt und das kann sich auch auf seinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung auswirken. Wenn der Mitarbeiter die Arbeitsunfähigkeit nicht nachweist oder erst deutlich verspätet nachweist, dann wird vermutet, zugunsten des Arbeitgebers, dass der Arbeitnehmer eigentlich unwillig war zu arbeiten. Jetzt wäre es am Arbeitnehmer nachzuweisen, dass er von Beginn an, also von Beginn seiner Krankheit an, willig gewesen ist zu arbeiten und es nur aufgrund der Krankheit nicht konnte. Das ist eine wichtige Information auch gerade für Arbeitgeber. Wenn nämlich jemand tatsächlich die Arbeitsunfähigkeit nicht rechtzeitig nachweist, dann brauchen sie auch erstmal keine Entgeltfortzahlung zu leisten, weil man dann eben vermutet, der Arbeitnehmer ist unwillig zu leisten. Und die Beweislast ist dann beim Arbeitnehmer. Für Arbeitnehmer also der Tipp, bringen Sie schnell diesen Krankenschein zum Arbeitgeber und weisen Sie dann auch den Zugang nach. Wie man den Zugang von einseitigen empfangsbedürftigen Willenserklärungen nachweist, können Sie sich angucken in meinen beiden Videos zum Thema Zugang von Kündigungen. Arbeitgeber stellen oft die Frage, ob sie Entgeltfortzahlung leisten müssen, wenn der Mitarbeiter beispielsweise einen Sportunfall hatte. Die sagen dann, naja, der war doch selber schuld oder was fährt er auch so wild Ski? Nur da muss man sagen, das stimmt einerseits, die Entgeltfortzahlung tritt nur dann ein, wenn die Erkrankung nicht verschuldet war. Allerdings gilt hier ein Verschulden nur dann als bestätigt, wenn es sich um eine grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz handelt. Also nicht angeschnallt Autofahren, Unfall bauen oder Extremsportarten oder betrunken Autofahren. Das wären so Fälle, in denen man als Arbeitgeber aus der Entgeltfortzahlung rauskommt. Kommen wir nun zur Entgeltfortzahlung an Feiertagen. Auch das ist im Entgeltfortzahlungsgesetz geregelt. Die Feiertagsvergütung, also Entgeltfortzahlung am Feiertag, bekommt ein Mitarbeiter jedoch nur dann, wenn er an diesem Tag eigentlich gearbeitet hätte. Wenn also der normale Dienstplan das vorgesehen hätte, dass er an diesem Tag gearbeitet hätte. Bei der Feiertagsvergütung ergibt sich auch noch die Frage, was ist denn, wenn in meinem Heimatbundesland, in dem ich wohne und normalerweise auch arbeite, eigentlich ein Feiertag ist, aber in einem anderen Bundesland, wo ich gerade eingesetzt bin, kein Feiertag ist.
Dabei ist Folgendes zu beachten: Wenn der Arbeitnehmer nur kurzzeitig in dieses andere Bundesland reist, dann gelten die Feiertage, die bei ihm im Heimatbundesland maßgeblich sind. Wenn er länger in einem anderen Bundesland eingesetzt ist, dann gelten die dortigen Feiertage. Vorhin fiel das Wort Dienstplan. Jetzt könnte man ja als findiger Arbeitgeber auf die Idee kommen, den Arbeitnehmer immer so drumherum zu planen um die Feiertage. Stellt sich die Frage, ob das möglich ist. Hier müsste der Arbeitnehmer nachweisen, dass er in der Vergangenheit in einem Schichtsystem eingeteilt worden ist, in dem er an bestimmten Tagen immer gearbeitet hat und dass er dann ganz bewusst eben um diesen Feiertag drumherum geplant wurde. Und wenn er das nachweisen kann, dann hat er auch einen Anspruch auf die Feiertagsvergütung. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, empfehlen Sie ihn gern weiter, teilen Sie ihn in Ihren sozialen Netzwerken, abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal. Ansonsten machen Sie es gut, bleiben Sie schön flexibel. Ihre Sandra Flämig. Hier gibt es mehr als nur Arbeit.